Auch wenn es eine schöne, nette Creeper-Familie ist, aber nein, danke. Will ich nicht unbedingt hier in der Bude hängen haben. Die sind nicht mit mir verwandt. Nein, sind sie nicht. Nein. So, nehmen wir das nochmal. So, echt damit. Ah, machen wir das nochmal gut, passt. Und da eins hin und da eins hin. So. Oh, da draußen hängt noch ein Bild. Wahrscheinlich sogar zwei. Die werde ich mir später schnappen. Erstmal klaue ich mir ein bisschen was. Ah, hier ist zu dunkel im Haus. Ah, dann gucke ich, ob ich hier jetzt Ausleuchten mache. Die Fackel da könnte zum Beispiel eigentlich hier, und dann kommt dann noch eine andere Gitarre direkt gegenüber hin. Werde ich aber später machen. Das Ganze ausleuchten und so. Hat ja noch Zeit. Ich meine, ich werde ja noch so ein, zwei Tägelchen dran sitzen. Bin ich zumindest der Überzeugung. So, die Bilder rausnehmen, die hole ich auch mal später ab. Fertig. Fertig. So, hier leuchtet alles schön fein. An sich, das ganze Grundstück ist nicht genug ausgeleuchtet, wie man ja sieht, aber da werde ich mich dann irgendwann später drum kümmern. Was ich auch mal überlegt hatte, was ich vielleicht irgendwann mal mache, aber das wäre wirklich ein Riesenprojekt, dass ich quasi einfach eine Glaskuppel hier um das ganze Areal ziehe. Vielleicht noch und so, aber das wäre wirklich ein ganzes Stück Arbeit. Mal hier runter müsste oder so. Ich meine, das könnte ich vielleicht als Special machen, wie ich hier so eine Glaskuppel im Kreativmodus dann natürlich rüberbaue. Aber, Ideen. Das wäre eine coole Idee. Wenn dann natürlich auch quasi wieder Zeit drauf haben, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also, ob ich das mache, wahrscheinlich eher nicht. Könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Obwohl, ich das lese, werde ich das sowieso schon entweder verworfen, vergessen oder umgesetzt haben. Aber trotzdem, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Von einer Glaskuppel quasi. Und dann, keine Ahnung, könnte ich allgemein andere Areale auch schon so ein bisschen einkuppeln. Dass ich dann. Oh, ne, da sind das, genau. Dass ich mir dann halt nach und nach Kuppelstädte baue. Tür ist zu gut. Das backt nur wieder ein bisschen rum. Das wäre cool. Boah, da habe ich jetzt gerade richtig Bock drauf, muss ich sagen. Werde ich vielleicht, ja, als kleines Spitzel, kleines großes Spitzel machen. Die Glaskugeln müssen aber riesig sein. Na, mal gucken. Dann bauen wir erstmal hier Redstone hin. Einmal wegen der Level und so. Mal sehen, ob es für Level 30 reicht. Wäre natürlich geil. Damit wir nicht unbedingt nur 7 Diamanten aus den 7 Diamantblöcken kriegen. Sonst, wenn es für die Level halt nicht, wenn die Level halt nicht reichen. Ich habe ja noch die Monsterfalle. Nicht optimiert, aber ich habe sie halt. Und vielleicht werde ich mich dann. Ja, vielleicht. Ja, mache ich das heute schon? Könnte ich machen eigentlich. Eigentlich nur so eine kleine Monsterfalle aus dem Spawner bauen. Okay, das wird niemals reichen für die Level. Das wäre cool. Ist die Frage, ob da ein Spawner reicht. Wäre natürlich cool, wenn ich mir den irgendwie quasi mitnehmen könnte. Aber kann man ja leider nicht abbauen. Das finde ich ja schade. Könnte man sich hier voll krass was basteln. So. Slapslatzen, die lassen wir erstmal noch. Lassen wir das. Und packen es erstmal dahin. Ja, ich weiß, die Diamanten habe ich jetzt auch hingepackt, was auch immer. Ich werde jetzt noch mal kurz ein paar Level farmen gehen. Aber erstmal kurz pennen. Pennen, sagte ich. Und ein Schlückchen trinken. Und aus Versehen W in den Chat schreiben. Was jetzt, naja, ist nicht so wichtig war. Mal gucken, ob sich da ein bisschen was angesammelt hat. Ich meine, am einfachsten ein paar Mobs pullen könnte ich ja einfach, wenn ich in Nether gehe und ein paar Viecher saue, aber na, nee, das wäre dann doch etwas zu riskant. Ich will Level behalten dann noch, möglichst.
So. Hier mit dem Shader ist ja ganz cool. Du siehst halt immer, wenn oben offen ist oder nicht. Also zumindest wenn du ein, zwei Stufen höher stehst. Weil ich das ja nicht immer weiß. Weil ich ja blöd bin. So, mal sehen, ob wir. Na gut, aber so auf die Schnelle jetzt mal. Vier Level habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich glaube, ich brauche einfach gleich mal da. Ich versuche mal wieder so ein Mob Spanner zu bauen. Ob das irgendwie relativ effizient wäre. Ich meine, ob da ein Spawner für ausreicht. Frage. Aber ja. Ich denke an sich ist das halt nicht so schwer umzusetzen. Und Zombies sind auch noch in Ordnung. Ich meine, da kriegst du halt nicht so cooles Gezubbel von, aber. Ob Zombies oder Skelette von mir aus sind mir alles lieber als Spinnen. Mache ich das mal am besten doppelt gemoppelt. Und zwar brauche ich dafür ein bisschen Redstone. Ja, ich brauche nicht nur ein Pisten, eigentlich brauche ich nur ein Pisten. Eine Redstone-Lampe wird vielleicht nicht reichen, nehme ich mal. Machen wir mal vier Redstone-Lampen. Nehmen wir ein bisschen Redstone mit. So viel werde ich wahrscheinlich nie brauchen. Fackel kann man auch immer gebrauchen. Repeater habe ich jetzt nicht mehr, aber was soll's. Was soll's. So. Na doch, ich brauche bestimmt Repeater. Ich habe hier doch. Ja, gut, habe ich noch. Machen wir daraus noch ein paar Repeater. Sechs Stück, um genau zu sein. Welche damit den Stein brauche ich nicht. Und ich glaube, ich baue hiermit. So. Was nehmen wir mit? Das, den Zaun, als Stilmittel. Ach, Quatsch. Vielleicht werde ich später dann noch mit wenigstens etwas auskleiden. Mit Quarz. Ich mal gucken. Ich habe ja noch eine Werkbänke gehabt, wusste ich doch. Ach nee, das Quarz lassen wir erstmal da. So. Das soll jetzt eigentlich nur eine kleine Arbeit werden. Sollte also auch nicht lange dauern, rein theoretisch. Hoffen wir mal, dass wir das recht gut hinkriegen. Ich brauche natürlich Wassereimer. Das ist immens wichtig. So. Also ich nehme mal zwei Eimer mit, damit ich mir auch eine unendliche Quelle machen kann. Das ist ja nie verkehrt. Kann ja nie schaden. Wir da vorne oder da oben drauf dann halt quasi noch so ein kleines Häuschen so. Das mache ich. Okay, dann nehme ich gleich noch. Wird gleich wieder ein bisschen mehr was mitnehmen. Warum auch nicht? Und zwar werde ich dann einfach Dingsens bauen und Dingsens machen. Ne? Versteht er? Verstehst du? Verstehst du? Werde ich dann einfach mit den Dingern hier machen. Nehmen wir die Treppe auch noch mit. Den Rest können wir uns auch hinten aus dem Häuschen holen. Da haben wir noch ein paar Clean Stones, denke ich mal, die fertig sein sollten. Müsste ich wahrscheinlich auch mal wieder nachlegen. Aber okay. Dann mache ich da halt anstatt mit Ziegelstein verziere ich da mit Netherziegeln. Könnte ich auch einfach mit Cobblestone verzieren. Wie hier so. Aber ich will jetzt damit bauen. Obwohl, na, nein, nein. Okay, ich baue mit Cobblestone. Ihr habt mich überredet. Also, ich habe mich überredet. Da ich halt irgendwo gerne lieber in einem anderen Areal damit bauen würde. Jetzt, dass ich da in der Ruhmeshalle quasi das mal gemacht habe, ist eine kleine Ausnahme. So habe ich jetzt festgelegt. Aber nee, ich baue einfach woanders damit. So. Dann sollte ich natürlich noch ein paar Kabels mitnehmen. Ah, oh, ich bin plem plem. So, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das.
das und so. Sollte reichen. Allzu viel will ich ja jetzt auch nicht bauen. Und ich dann immer noch mal 10 Mal hin und her laufe, weil ich zu viele Taschen habe, ist auch blöd. Na, aber machen wir uns noch ein paar Steinziegel. So. Haben wir auch jetzt schon eine Weganbindung gebaut. Das geht ja ganz gut. Ne? So. Ah! Tür auf. Tür auf. Sehr gut. Und dann gucken wir mal, wie viele Steinchen da unten fertig sind. Mehr als 4 Stacks kann ich sowieso nicht mehr nehmen. Mehr als 3 Stacks. Ich denke mal, das sollte auch vorerst reichen. So. Woraus ich dann den Boden da drin mache, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Ich dachte gerade, ich hätte einen Creeper gesehen. Oh, je, je. Wäre nicht so geil gewesen. Bisschen essen. Hier auch noch mal ein bisschen essen. So. Gut. Noch ein Schlückchen trinken. Die Kehle trocknet doch etwas schneller aus. Oder so, oder keine Ahnung. Wie spät haben wir es? Wie lange nehme ich schon auf? Naja, ein bisschen über eine Stunde, da geht noch einiges. So, dann gucke ich einfach mal, dass ich auch irgendwo das Häuschen hinbaue dann. Ob ich das jetzt direkt am Ende des Weges mache oder ob ich das eher da so hinsetze, weiß ich noch nicht. Muss ich erstmal gucken. Wo in etwa hier die Koordinaten sind. Wahrscheinlich eher, ja. Das ist hier quasi der Spawner. Ich glaube, ich baue den hier schon mal alles so ein bisschen aus. Machen wir mal. Ich baue das mal mit Cobblestone. Nein, du sollst die Cobblestone nach da unten packen. Nein, pass auf. So, den Raum hier hinten, den werden wir einfach ganz schmucklos ausfüllen. Passt doch sehr schön, damit wir die Kiste damit nehmen können. Schwert weg, so. Komm her, so. Rauskommen werde ich hier schon irgendwann wieder. Oder wer von. Ach, das ist die Fackel, meine Güte. So. Den Boden werden wir noch ein bisschen rausreißen. Gleich. Ich weiß nicht, reicht das denn noch so im Feld? Ich denke mal, wenn man das so macht, sollte das reichen. Hoffe ich einfach mal. Ja, vielleicht ist das jetzt gerade auch ein bisschen Steinverschwendung, was ich hier mache, aber ich finde jetzt nicht so schlimm. Ich komme damit klar. Also müsst ihr auch damit klarkommen. Lernt es einfach. 1, 2, 3, 4, so. Außerdem wollte ich ein bisschen Platz haben, damit ich mir diese Steinchen auch noch mitnehmen kann. Da ich auch hier den Boden gerne so hätte. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das mit der Strömung mache. Wenn ich die Strömung nämlich dahin mache, reicht das eigentlich schon. Also reicht ein Wasser einmal aus. Ein Wasser einmal. Obwohl, warte mal, dann mache ich den einmal lieber dahin. Wenn die nämlich nach hier gespült, dann mache ich hier nehme ich noch einen Stone hin. So. Haben wir erstmal da genug Platz zum Spawnen. Hoffe ich zumindest, dass das reicht und nicht zu eng bemessen ist. Und der Stein stoppt mich. Huch, so. Dann werde ich jetzt einfach die Redstone-Lampen einpacken. Ich weiß, 4 ist ein bisschen übertrieben. Aber was soll's. So, da, dann Decke rein.